Neuer Shop ist am Start heute auch wieder mit etwas sehr, sehr Seltenem und ich würde sagen, wir gehen direkt einmal drauf und fangen dann ganz oben an. Hier sehen wir schon das Kid Leroy Paket. Ist ja ein Musiker und ich glaube, die meisten kennen ihn und zu seinem Paket ist zurückgekommen. Einmal mit dem normalen The Kid Leroy Skin. Den gibt es ja hier in verschiedenen Varianten. Kann man sich also ein bisschen anpassen. Und dann gibt es hier Rückenaccessoire und den zweiten Kid Leroy Skin. The Rogue Leroy heißt er hier. Auch diesen kann man sich dann auch anpassen. Wirklich zwei nice Skins gewesen. Und ich glaube, für Fans von ihm ist das wirklich nice gewesen. Hier noch Rückenaccessoire und Hacke. Und dann gibt es noch die Lackierung. Echt ein sehr, sehr cooles Paket. War jetzt knapp einen Monat lang nicht mehr hier. Darunter gibt es dann die ganzen Sachen von ihm. Mit hier The Dance Leroy zum Beispiel. Mit Musik von ihm. Dann gibt es noch Treiben lassen. Auch ganz nice. Alles halt mit seiner Musik. Herz eines Königs. Auch sehr, sehr cool. Hier schwebt man einfach in der Luft. Und dann gibt es hier noch ein Musikstück und einen Ladebildschirm dazu. Das sind hier seine ganzen Sachen, die jetzt knapp einen Monat lang nicht hier waren. Wirklich coole Sachen dabei. Darunter gibt es das Erntefülle-Paket. War 108 Tage nicht hier mit dem Pastetenpeter. Und dann gibt es ja das Rückenaccessoire von ihm, was wirklich schon gruselig und ein bisschen ekelhaft aussieht. Und dann gibt es hier noch den Kolbi mit der Hacke. Und dann gibt es hier noch den Gleiter vom Pastetenpeter. Alles hier 108 Tage lang nicht hier gewesen. Ansonsten gibt es das Headbang-Paket. Das war auch wieder nur einen Monat lang nicht hier. Ist jetzt also auch nichts Besonderes. Und es gibt darunter die Panda-Beauftragte zurück. Die ist knapp auch nur einen Monat lang nicht hier gewesen. Ist aber immer noch ein nice Skin, muss ich sagen. Auch schon wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr alt. Hier mit diesen Bambus auf dem Rücken. Dann gibt es noch den Wukong mit Rückenaccessoire ebenfalls. Ein sehr, sehr, sehr alter Skin. Leiter auch noch am Start und die Jingubeng-Hacke. Alles nur einen Monat lang nicht da gewesen. Pitstop sowie Sturmraser und die Hacke war ebenfalls nur einen Monat lang hier. Und dann gibt es hier gleich ein paar seltene Sachen. Täglicher Bereich, hier sehen wir vorne den Sumpfjägerin-Skin. War zwei Monate lang nicht hier. Und die Seeräuberin war 123 Tage lang nicht hier. Also schon ein bisschen selten. Und die gibt es auch hier, wie man sieht, in zwei Varianten. Rückenaccessoire war nochmal am Start. Und dann gibt es hier die Diskusrubelhacke. Auch die zwei Monate lang nicht hier gewesen. Und jetzt wird es interessant, denn beste Freunde, dieses Musikstück, das war insgesamt 412 Tage lang nicht mehr da. Also beste Freunde ist heute das Seltene hier. 400 Tage lang, so gesehen, ja, nicht mehr kaufbar gewesen. Dann gibt es Zahnseinwirbler. Zwei Monate her. Kann mich noch erinnern, damals von einem Event gewesen. Und es gibt hier, seht her, 159 Tage her, also auch ein bisschen selten. Und das sind eigentlich schon alle Sachen. Das Zeug hier ist noch geblieben, wobei hier fehlt schon wieder irgendwas. Okay, also Shop wird immer wieder kleiner, was ich auch besser finde, weil dann ist das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Aber heute eigentlich ein ganz cooler, entspannter Shop mit Kid Leroy und einem seltenen Item.